Wir schminken heute die Schauspielerin Lina Gnädig. Hallo Lina. Hallo. Das sind die Produkte, für die ich mich entschieden habe, für das Glamour Make-up von der Schauspielerin Lina Gnädig. Wir tragen erstmal eine Feuchtigkeitscreme auf, damit das Make-up schön hell, die Haut glatt ist, schön auch unter die Augen, Stirn nicht vergessen, über die Lippen. So, dann nehmen wir einen Korrekturstift. Ich liebe die Make-up Forever. Dann gehen wir einmal unter die Augen, um die Augenschatten abzudecken, etwas aufzuhellen. Ich mag es sehr an der Seite, um das Auge zu öffnen. Das verteilen wir so. Gehen unter die Augen, macht die Augen groß und hell, vertreibt Müdigkeit. Über die Wangenknochen, die andere Seite auch, an der Seite noch ein bisschen. Wenn man mal ganz schlecht geschlafen hat, kann man das auch sehr gut auf den Augendeck verteilen. Schön drehen, platzieren und ganz leicht verteilen. So, das andere Auge auch. Das ist das Basic, um einfach eine schöne Grundierung zu haben. Hier ein bisschen unter der Nase, um den Mund. Das macht den Mund etwas größer und fülliger, wenn man später den Lippenstift aufträgt, in den Mundwinkeln. So, hat man noch kleine Rötungen, deckt man die noch schnell ab. Hier habe ich natürlich ein wunderschönes Gesicht, das ist nicht so braucht. Oft ist man hier ein bisschen rot, geht man auch da drüber. Kleine Pickelchen kann man damit abdecken. Stirn. Was ganz wichtig ist, dass in der Mitte das Gesicht immer heller ist und nach außen dunkler. Dadurch forme ich schon meine Gesichtskontur und kann alles in wenigen Arbeitsschritten machen. Jetzt gehen wir ins Make-up. Das passend zur Gesichtsfarbe, zum Gesichtston ist. Ich trage es prinzipiell mit dem Schwämmchen auf. Ich kann es gleichmäßiger auftragen, brauche viel, viel weniger Material, wie wenn ich das Make-up in die Hände verteile und dann ins Gesicht gehe. Immer wenn ich das tue, verschmiere ich eigentlich meine Grundlage. So kann ich es einpetten in die Haut und bin viel schneller und ebenmäßiger im Gesicht. Ein bisschen hier in die Kinnpartie. Das perfekte Make-up heißt, ich muss keinen Hals mitschminken. In dem Moment, wo ich den Hals mitschminken muss, stimmt meine Haut auch nicht. So, dann gehen wir mit einem Puder drüber, verteile es auf meine glänzenden Stellen, also Nase, was glänzt, Kinn, oben über die Lippen und auf die Stirn. Für Männer ist das ein hervorragendes Material, um auch Poren klein zu machen und ganz, ganz fein ist für die Fotografie. Wunderbar. Und für uns Frauen eben, ich spare mir den Puder und das Gesicht sieht immer frisch aus. So, das haben wir getan. Wir haben einmal hier eine Lidschattenpalette. Ich habe mich entschieden für einen hellen Grundton, für einen mittleren Grundton und für diese zwei Mauve-Töne, umrahmt mit Schwarz. Ich trage eine helle Grundierung über das ganze Lid auf. Komplett. So. Also alles komplett über das ganze Lid falte. Mein Lieblingspinsel geht mir natürlich wunderschön hier in die Ecke vom Lid auftragen. Unterm Auge. Unterm Auge kann ich noch ein bisschen heller gehen. Dazu nehme ich einen helleren Ton. Modelliert mir da schon als Grundlage meine Augenbraue. Gehe nochmal in die Ecke des Lids. So, dann nehme ich meinen Pinsel, meinen Lieblingspinsel und trage ein helleres
Aprikot. In die Lidfalle ein. Da er so abgeschreckt ist, kann ich hier schön am Lidbogen, am Knochen entlang gehen. Auch hier schön am Knochen entlang gehen. Wenn ich ein Schlupflid habe, halte ich mir das kurz an der Seite fest und einfach hin und her. Spür das, mein Pinsel macht es mit. Und dann setze ich ihn schräg an und gehe in die Ecken. Dann nehme ich eine dunklere Farbe. Da wir ja hier ein Event, ein bisschen ein Glamour-Make-up machen, nehme ich einen Mauve-Ton und gehe hier in die Lidfalte, ein bisschen über das Lid hinweg. Dann nehmen wir einen anderen Pinsel und machen einen Lidstrich. Ich mache den Lidstrich immer mit Puder, weil ich ihn besser verteilen kann. Er sieht weicher aus. Gehe nochmal in die Ecke hier vom Lid. Da wische mir das Ganze nochmal. Ich mache das mit Schwarz, weil es jetzt ein Glamour-Make-up ist. Man kann das genauso gut mit jeder anderen Farbe machen. Wenn ich meinen Pinsel feucht mache, wird die Farbe intensiver. Das heißt, ich bekomme von der Intensität das gleiche wie ein flüssiger Eyeliner. Das Ganze machen wir jetzt nochmal nach unten. Augen öffnen. Fangen hier an. Immer von außen nach innen. Das ist ganz wichtig. Dadurch kann ich innen dann nochmal hier das verteilen, außen. Und kann hier die Übergänge miteinander verbinden und ziehe es ein bisschen in die Lidfalte mit ein. Verwische es. Wichtig, schön verwischt. Das ist das Grundprinzip von jedem Make-up. Man sieht, ich bin innen hell, gehe nach außen dunkler, werde dunkler im oberen Bereich hier. Und kann damit jedes Augen-Make-up verändern, auch von der Farbe her. Dann gehe ich nochmal mit einer hellen Farbe an die Seite, dass ich schön meine Übergänge hier wegbekomme. Das ist ganz wichtig, wenn man Smoky Eyes schminkt, ist es oft so, dass das Puder hier unterm Auge runterröckelt. Dann einfach nochmal drüber gehen. Mit einem Concealer. Was ganz, ganz wichtig ist, sind die Augenbrauen. Die Augenbraue ist das Gebilde eines Gesichts. Die Augenbraue genauso wie der Lippen. Die Lippenkontur gibt mir den Rahmen in meinem Gesicht. Wir gehen hier ganz leicht in der Farbe die Augenbrauen ein bisschen nach, geben der Augenbrauen eine Kontur. Ich kann mit der Farbe natürlich meine Augenbraue verändern. Ich kann sie breiter machen, ich kann sie ein bisschen mehr noch schmäler machen, ich kann sie länger machen. Aber die Natürlichkeit ist immer 1, 2, 3. Das Gesicht, ein Rouge und eine Kontur. Das Rouge wird aufgesetzt, gerade, nicht hoch, sondern gerade. Wenn die Mina mal lacht, sieht man hier. Das ist der höchste Punkt, nicht so weit nach vorne, das ist der höchste Punkt und jetzt gerade nach hinten. Es ist wie bei einer Puppe, Puppen haben, ja, dadurch wohl hier immer, also keine runde Bäckchen machen, sondern wirklich gerade nach hinten schön verteilen. Das hat was Jugendliches, bringt dadurch auch meine Wangenknochen viel stärker zur Geltung. Und um eine Kontur zu bekommen, nimmt man ein dunkleres Puder. Und das dunklere Puder gibt man nicht auf dem Knochen, sondern unterm Knochen ein. Dadurch kriege ich eine markantere Linie. Wenn ich hier ein bisschen reingehe, wird das Gesicht schmäler, gebe ich das Gesicht Kontur. Man kann oben nochmal so entlang gehen. Also mit einem Konturenpuder modelliere ich mein Gesicht. So, und jetzt ein guter Schluss. Kriegt die Nina einen tollen Lippenstift aufgetragen. Den Lippenstift nehmen wir jetzt in der Modefarbe
Momentan ist ein Lippenstift schöner ohne Konturenstift, weil er natürlicher aussieht. Wenn man den Mund vergrößern möchte, kann man einen Konturenstift nehmen. Der Konturenstift sollte immer in der Farbe des Lippenstifts sein. Ich mache das mit dem Pinsel. Hat auch den Grund, dass ich die Farbe des Lippenstifts viel stärker in die Lippe einpressen kann und dadurch der Lippenstift auch länger hält. Auch immer eine Vergrößerung, immer vom äußeren Mundwinkel in die Mitte, um den Bogen zu bekommen und dann wieder zurück. Okay, für die Wimperntusche mache ich das immer so, dass ich ein Glitz unter die Augen lege, die Augen schließen lasse und so kann ich wunderbar bis an den Rand der Wimpern tuschen und verschmiere meine Wimpern nicht und vor allen Dingen verschmiere ich meinen Lidschatten nicht. So, ich habe die Haare in 3 Partien abgeteilt und habe sie sozusagen, weil das einfacher ist zum Stecken, am Oberkopf einen Pferdeschwanz gebunden und habe im unteren Bereich nochmal einen Pferdeschwanz gebunden. Dann habe ich es einfacher, eine Steckfrisur zu machen. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Steckfrisur. Wickeln wir nur vorab mit einem kleinen Lockenstab, so schon einzelne Strähnen als Locken. Und habe dadurch schon mal mein Grundgerüst. Wie gesagt, kleine Strähnen, ich zeige das nochmal, einfach um diesen Lockenstab wickeln. Da er sehr klein ist, geht es natürlich gut. Je dicker er ist, desto größer werden meine Locken. Und je breiter ihr die Partien abteilt, werden es auch keine Spiralen, sondern es werden große, wallende Locken. Also um einen schönen Hinterkopf zu bekommen, pudere ich jetzt mal hier Volumenpuder rein. Ich liebe dieses Produkt, weil es mir mehr Volumen gibt. Ich kann es immer wieder reaktivieren. Ich knete das ins Haar und man sieht es hier schon, wie das in einer ganz, ganz schnell einen tollen Look gibt. Man kann sich das jeden Tag in die Haare machen. Und ich tupiere das dann gleich noch mal ein bisschen an, den Oberkopf, bevor ich anfange, diese Locken jetzt einfach ganz leger zu drapieren. Und jetzt fangen wir an in diesem oberen Segment, wo wir unseren Pferdeschwanz haben, den zu stecken. Ich stecke den fest mit diesen Klammern. Und durch das Gummi, wo ich diesen Pferdeschwanz festgehalten habe, habe ich natürlich jetzt schon auch meinen Untergrund. Ich kann da reingehen und stelle mir so im Endeffekt schon meine Winnetoupage vor. Das heißt, ich habe einen Aufbau und um diesen Aufbau fange ich jetzt an, meine Haare hier zu drapieren. Ganz locker. Wenn die Haare ein bisschen kürzer sind, ist es so, dann kann man sie im Prinzip komplett zusammennehmen und kann sie komplett stecken. Das sieht man jetzt an der Seite. Ich zeige das mal hier. Wenn ich die Locken jetzt nämlich schon nehme, kann ich sie jetzt schon hier hingehen und kann sie einfach hochziehen. So, und habe das jetzt schon. Weil ich hier unten drunter eben meinen Aufbau habe, kann ich das reinstecken und man sieht, ich brauche jetzt hier nicht mehr jede einzelne Strähne reinzustecken, sondern ich kann es an einem Stück machen. Spart mir natürlich sehr viel Zeit. Oben sollten wir das tun. Unten geht es dann wunderbar. Also auch wenn ihr die Locken macht, guckt, dass ihr im unteren Bereich von dem Pferdeschwanz die Locken einfach, sieht man ja, viel mehr rollt. Weil das ist das, was euer Abschluss hier oben ist. So, wie ihr seht, geht es alles sehr schnell und der Rest ist dann so Feintuning.
wir gehen hier noch in diese kleinen Teile, wenn die nicht ganz gelockt sind, die Spitzen, versteckt sie einfach unter eurer Lockenpartie. Wenn die aber nicht lang genug sind, gibt es mittlerweile Clips in eurer Haarfarbe. Die könnt ihr euch besorgen, die werden dann einfach hier in die unteren Partie eingeklippt. Ich habe dadurch eine Haarverlängerung und kann dann auch wieder mal einen Pferdeschwanz machen, um dann so eine Hochsteckfrisur zu bekommen. Mit ganz kurzen Haaren geht es natürlich nicht, also mit kurzen Haaren, Pagenjob geht es auch, hinten angeklebt, hoch und schon habt ihr eine wunderschöne Ausgehfrisur, die hält. So seht ihr das hinten, locker versteckt. Immer schön schauen, dass er die Nadeln versteckt. Das ist was, was mir immer nicht so gefällt, wenn man dann die Nadeln sieht. Kann man verstecken, ist überhaupt gar kein Problem. So, und jetzt drehen wir uns mal so rum, dann sieht man das auch hier, schöne Partie. Das ziehen wir nach hinten. Das kann auch offen sein. Auch für den Event würde ich es auf alle Fälle zumachen. Gib mal hier mal noch meine Nadel rein. Okay, wunderschön. Dann sprühen wir das Ganze an. Das holen wir mal schnell wieder. Und da ist auch unser Sprüher. Ups. So, dann sprühen wir das an. Was ihr nicht braucht, ihr braucht jetzt kein Haarspray zu nehmen, dass die Frisur betonmäßig aussehen lässt, sondern geht einfach hoch, dass die Nebel runterfallen. So, jetzt wäre unser Look fertig und jetzt gehen wir ins Styling. Also Lina, jetzt bist du fertig und jetzt geht's ins Styling. Ich bring dir jetzt dein Outfit und dann suchst du dir was Schönes aus. So, mein erster Vorschlag für dich. Eine Jeans. Aha. Etwas zerrissen, bist vielleicht ein bisschen entsetzt, aber für den Glamour haben wir ein kleines Kaninchenpelzhütchen aus im Schnitt aus den 20er Jahren als Abschlussfinish und um ein schönes, das wunderschöne Dekolleté der Nina zur Geltung zu bringen, cremen wir das ein. Diese Creme hat einen leichten Straffungseffekt, aber sie gibt auch eine Bräune. Ich werde aber jetzt nochmal ein Blink-Blink nehmen. Blink, blink. Das heißt, wir gehen hier auf den Knochen nochmal drauf. Wie ihr seht, ist das ein bisschen braun. Gibt mir aber hier nochmal so einen Schimmer im Halsbereich. Hier, wie ihr schon wisst, meine Lieblingskontur, den Nacken nicht vergessen. So, schön sexy. Und um das Dekolleté noch ein bisschen zu pushen, immer hier schön in der Mitte. So, und dann so rausstreichen. Seht ihr das? Streifen, aber schön verwischen bitte. So, kann die Arme ein bisschen hochschoppen. Wenn es auch ganz kalt ist, könnte sie auch einen Rolli haben. Aber ich finde das so wunderbar. Ein Traum, ein sieht man es.